Alrighty, ladies and gentlemen, here we go. Nächste Runde, gleich mal Tasman. Man hätte vielleicht auch noch einen Moment stehen bleiben sollen. Die Sache da ein bisschen abchecken. Oh oh, Licht ist aus, I'm dead. Oh, ich hab Angst. Ich werde sterben. Sehr früh, grüß meine Mama. Sag, dass ich sie liebe. What? Oha, oha. Hallo. Das ging oh lol. Moment, ich hab Mushroom gefunden. Also ich glaube, die Pixelhelden sind's nicht. Ich glaube, die beiden sind wieder unschuldig. Sven und ich sind runtergegangen. Sven ist dann in Admin reingelaufen und dann bin ich erst kurz einmal reingezeckt, quasi einmal auch reingeguckt, hat dann die Report-Button gesehen und wollte aber dann zum Electrical gehen. Hast du mich gesehen? Wir haben doch, ey, du hast doch gerade auch da drunter geladen, parallel. Achso, okay. Wieso seht ihr mich dann nie, wenn wir da runterlaufen? Weil das Licht aus war. Das war gerade auch so. Ja, aber ich lauf doch auch euch. Bist du über den Leuten oder bist du unter den Leuten? Der ist Cheater, confirmed. Ja, wenn du über den Leuten läufst, dann siehst du die Namen natürlich. Wenn du ja, keine Ahnung. Wen hast du gefunden, Ray oder Mushroom? Mushroom war das, glaube ich. Mushroom. Wer hat jemand, ist jemand mit Ray gelaufen? Also hat ihn jemand gesehen irgendwann? Nee. Nee, ich habe am Ende jetzt nur also Maxi gesehen. Also vielleicht bringt uns die Info was. Vielleicht liegen auch beide im Admin. Sven wird kein Self-Report gemacht haben. Ich wollte am Anfang mit irgendwen mitgehen, der in Admin läuft. Aber es ist niemand am Anfang der Runde runtergelaufen. Also außer die vielleicht, die links vom Tisch kamen, die konnte ich nicht sehen. Nach rechts gelaufen sind relativ viele. Jay und Sven sind beide nach oben gegangen. Ich bin allein ganz links gewesen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 gemacht. Und so, aber vielleicht ist der Kill auch einfach instant reported worden. Es war auch einfach frech ein Double Kill im Admin. Das wäre wild. Ah, vielleicht versehentlich. Also das Ding ist auf jeden Fall Mike. Natürlich den versehentlich. Mike kam gerade aus, nee, das aus, war nicht aus Lager. Sven war das auf gar keinen. Also das glaube ich nicht. Dann wird das nicht gewesen sein. Wie gesagt, wir waren ja, da zusammen wenn, oben bei der. Wenn euch einer war, dann kann es Mike gewesen aber sein, weil der kam gerade aus Storage. Sven, wo standest du, als du reported hast? Ich bin rein in Admin, dann habe ich den Button gesehen, dann wollte ich die Leiche sehen und die lag vom Tisch. Ja, aber Jay hat dich komischerweise die ganze Zeit sehen können. Nein, Mike kam aus. Nein, ich habe ihn nur sehen können, ich habe ihn sehen können, bis er in den Admin reingegangen ist. Aber ich finde es krass, kurz reingeguckt, oder? Hast du gesagt? Du hast auch kurz reingeliefert. Ja, genau, dann kam der Report, dann bin ich zurückgegangen. Also ich bin nicht mal bei der Kamerahöhe gewesen. Die decken sich aber sehr, Okay, wir haben wieder Licht, wie in Tastene. Oh yes, nice. Können wir das gleich mal machen. Aber Jay und Sven sind sehr viel zusammen, ne? Die sind auch, glaube ich, hier wieder drin. Oh oh. Nur Jay ist down. Ich weiß, okay. Wo der liegt. Wo denn? Oben vor Medbay, vor der Tür. Dann müssten wir den gleich, hätten wir ihn in einer Sekunde reporten können. Mike und meine Wenigkeit sind quasi direkt da. Ja. Aber der muss dann hinter mir, ich bin oben lang gegangen. Also der muss dann hinter mir getötet worden sein. So, also ich habe übrigens den Report-Button gedrückt, weil ich wieder, wie in der letzten Runde bei Mike, rechts lang gelaufen bin. Nein, nicht mit dir. Maxi ist an mir vorbeigerannt und hat mich seit... Wie? Also das willst du leugnen? Okay, also nein. Das war nur, ich bin halt... Mehr oder weniger, also bei mir war es kurz vor dir, bin ich umgedreht, so gesehen. Nein, du bist mir hinterhergelaufen, du bist sogar... Aber dann das nicht an dem Mord an Jay? An dem Mord, an dem vielleicht, ja, aber Maxi ist nach Navigation gelaufen. Ich laufe an ihm vorbei und er läuft mir hinterher, bis ich zum Report-Button gekommen bin. Ich bin zwar in Admin abgebogen, ja, aber was wolltest du denn Navigation? Warum hast du da umgedreht? Weil Dadosch und Peter da hochgegangen sind und ich nur einen von den beiden zurückkommen sehen habe. Moment, nee. Also ich bin auf jeden Fall nach rechts gelaufen. Ja, Bock hat gesagt, dann war es nur Peter, okay. Okay, wild. Also ich würde sagen, muss ja bei Medbay lang. Dass Sven, Dadosch und ich waren gerade bei Reaktor am gefixt. Ja, aber Dadosch ist an Medbay vorbeigegangen. Genau, ja, das habe ich aber nicht gehört. Ich wollte fragen, Sven, bist du von unten gekommen oder bist du von oben gekommen? Nee, von unten. Ich war auch alleine rum. Also entweder kam er aus dem Medbay oder er war Medbay drin oder kam hinter der Kamera hinterher. Mike hat eigentlich ja die ganze Zeit die Kameras gecheckt. Mike hat nicht mal Angst gehabt, als einer in seinen Kameraraum reinkam. Ich hatte auch keine Angst, wenn man mich nicht umbringen kann. Ich will mal ganz kurz sagen, als Reaktor war, ist Nils in die falsche Richtung gelaufen. Er hat sich nicht geschert um den Reaktor. Das ist absolut richtig. Das mache ich auch manchmal. Das ist absolut richtig, Peter. Das ist meine Unkenntnis. Er hat auch nichts gesagt, oder? Nee. Nee, hab ich nicht. Oh, das war eben gerade Voting. Das ist verdächtig. Ja, das ist super verdächtig. Nils. Das ist richtig verdächtig. Was? Ey, what the fuck? Hä? Das macht er auch immer und da wundert ihr euch nicht. Ja, gerade bei 7 Leuten.
Wie sich alle wundern, dass er einfach reportet. Großartig, schön. Schön, schön. Ich habe einen Admin, muss ich, glaube ich, die Karte noch swipen. Dann kann ich gleich mal gucken, was so Phase ist. Aber ich glaube, die Runde ist auch dann schon wieder an mir vorbeigegangen. Oh, first swipe! Nein, wir wollen ja nur quatschen. So. Junge, ich hab mich so erschrocken gerade so. Eben. Ich kann's nicht gewesen sein, ich bin Cafeteria. Also Dardosch, Maxi und ich sind gerade von Electric quasi Richtung diesem unteren mittleren Raum gelaufen und da lag dann Sven. Ja, das Problem ist, dass ich kurz vorher noch durch Storage durchgelaufen bin, da lag da noch keine Leiche, hab das Licht angemacht, geh zurück und auf einmal liegt da eine Leiche. Warst du vor Dardosch? Ich war vor Dardosch da. Wir waren, nein, wir waren gleichzeitig da. Nein. Wir waren gleichzeitig da. Ich stand auf dir drauf. Du hast danach, nicht mal das Licht angehabt, als ich auf dir... Ich war zwei Schritte hinter dir. Also ich hab dich ja nicht gesehen, weil ich das Licht nicht anhatte. Okay, aber du standest zwei Schritte hinter ihm und bei dir war die Leiche auch noch nicht da. Nein, hinter mir war nichts. Also ich glaube, wir müssen versuchen, aber das wirklich jetzt ehrlich zu sehen. Das ist unsere letzte Chance und ich habe keine Ahnung. Aber aus welcher Richtung kam mein Peter? Ich kam von links. Okay, dann. Ja. Also ich habe nur Maxi gesehen. Ich könnte. Also Maxi kann nichts helfen, er hilft mich nicht. Das ist halt. Also ich habe dich halt nicht gesehen. Ja, okay, eine Frage. Also, kann der erste Mord dadurch gewesen sein in Admin, der Double Kill? Ja, jeder kann das gewesen sein. Wir wissen nicht, wer in Admin drin war. Ich war ja nicht dabei. Ja, keiner weiß, wer in Admin war, weil nur die Toten. Also wenn Dalo nicht mal jemanden verdächtigt, verdächtige Mike und Dalo. Dalo, ich bin gerade die ganze Runde mit dir mitgelaufen. Ja, genau, deswegen gab es auch nur einen Kill, weil ich der Zweite sein sollte. Was? Nein, ich wollte einfach nur zeigen, ich bin lieb. Ja, nein, hinterherlaufen ist absolut nur verdächtig. Was? Alter, Dalo, ich dachte, okay, jetzt das sehe ich aber. Kalle, hast du nie verdächtigt. Er ist mir sogar hinterhergelaufen und wusste, wo ich langgelaufen bin, als das Licht aus war. Okay, also ich glaube, es sind dann... Also ich sag glaube, Maxi. Dalo, weil, ich sag Mike und Dalo. Peter, alles klar, Mike und Dalo. Peter und Maxi sind safe. Also dann würde ich aber Dardo wählen zuerst. Mike, weil ich denke, dass es Dalo ist, weil er angeblich keine Ahnung hat. Wie soll ich meinen Morning Cut gemacht haben? Ich hätte dich nicht gewählt, aber du hast es verdient, weil du mich beschuldigt hast. Ja, du hast auch die Niederlage verdient. Tschüss. Oh. Ich sag immer noch, dass es Dardo ist. Ich habe jetzt noch einen Task in Mad Bay. Okay, ich bleib dran. Ist es Peter? Warum bewegt Dado sich nicht? Hier ist ein Schwein, Alter! Oh, das... Und wer hat die Beine? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Das hat der gut gemacht. Also Dalu, das war stark von dir. Unangenehm. Ja, glaubt halt keiner. Ich hab mitgewotet auf Dardosch. Dardosch hat sich viel zu sehr rausgeredet. Es ist halt sehr schwierig, weil das klang so von mir aus, so als wir gerade Svens Leiche gefunden haben, dass Dardosch wirklich mit Maxi darüber gelaufen ist. Wieso? Das habe ich immer verneint. Ich habe einen Schritt gemacht und habe niemanden getötet. Ich wollte gerade sagen, das Licht war aus. Ich habe ihn nicht getötet. Niemanden getötet, ja, danke. Ja, aber das kann ja sein, dass er da trotzdem quasi relativ nah noch hinter dir ist. So. Nur um in Among Us das nächste Level zu erreichen. Dalukat, warum war ich jetzt schon wieder verdächtig für dich, bitte? Es ist nur ein Kill passiert in der Zeit. Wenn beide Traitor da... Pass auf, wenn beide Traitor da unten im Storage gewesen wären, hätten da wirklich zwei Leichen gelegen. Warum denn nur einen machen in der Zeit? Aber Dizzy war doch auch nicht da. Du hättest genauso gut nichts machen. Du bist mir wirklich super lange einfach hinterhergelaufen. Als das Licht aus war, hab ich deinen Namen nicht gesehen. Du mein, aber schon. Dein Name ist auch länger. Die vielleicht hat Mike auch besser. Reichen, Mike. Boah, nächster Mal du konntest auch meinen Namen nicht sehen. Ich bin extra so gelaufen, dass du es nicht predikten konntest. Also, weil du tut mir leid. Ja? Für mich ist mit jemandem mitlaufen auch immer ein Zeichen von gut. Also das mache ich mal, wenn ich gut bin. Deswegen dachte ich... Peter, du Arsch, erzähl das bloß nicht. Wir gehen mal 3-4 Folgen zurück, als du mich getötet hast und mit mir mitgelaufen bist. Alter, ey. Du Arsch. Da weiß ich nichts von. Es ist aber ein Unterschied, ob du mit jemandem mitläufst und in seiner Kill-Range bist oder außerhalb seiner Kill-Range und er läuft trotzdem hinterher. Also dadurch, die ersten beiden Kills haben wir, glaube ich, gut gemacht. Ja, das war easy. Also weil keiner hat mich verdächtigt, so Mima hat mich gesehen, das war echt gut.